nice thing about traveling with the captain. We meet all sorts of new people. Sure. Best part is when they pay us. We never really had new folks in Edgewater, except the captain. Kind of hard to make new friends when everyone's already decided they don't like you. Hey, be careful. Could be a favor in disguise. A lot of people out here ain't that nice. Was ist das 13 eigentlich? Achso, ich bin ja auf 13. Ich habe immer noch zwei Level zum Ausgeben, ich weiß. Aber vielleicht schaffen wir auch das dritte und dann können wir noch mehr ausgeben. Oder wir schaffen das dritte auf jeden Fall irgendwann, aber halt, ja, ihr wisst. Jetzt bin ich dann gespannt, was auf Monarch abgeht. Weil gerade da sind ja diese Raptoiden, ne? Parvati, was geht? I request no more fertilizer shipments be brought on board. Who keeps ordering these? Warum habe ich... Hä? Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. Some of the drinks we tried, I even liked. I guess it's not all disgusting. And I don't feel it today. I guess that water must have worked. I'm glad I had you looking out for me. Es freut mich, dass du Spaß hattest. Hast du damit schon gesprochen? Wenn ich eins weiß, ist dann, wie man einen Kater abwehrt. Es freut mich, dass du Spaß hattest. I wouldn't mind having a drink again. Someday, in the distant future. Anyway, I messaged Jun Lei when we got back and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning and it was unclear. I was drinking when I sent it, otherwise I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. Aber werden wir heute Abend wieder trinken gehen? Gab's irgendwelche lustigen Tippfehler? Okay, so weit, so gut. I've ruined things in the past, because I didn't say things I should have, like I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. Doch, und sie hat es auf eine seltsame Art gesagt, die man sich vorstellen kann. Da bin ich ja froh, dass wir Zeit zum Trinken vergeudet haben, nur weil Schulne keine Nachricht schreiben kann. Wenn ihr zwar je heiratet, heißt es nachher, haha, war nur Spaß, es sei denn, du meinst es ernst. Ja, das hättest du mir auch gesagt, ich muss vorstellen. Oh, isn't she sweet? Like one of those two-bit romances, where one soul's all stiff and formal, and I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. Ach, stark. Und wo zur Hölle verdammt nochmal kommen die Viecher her? Warum sind hier verdammte Wollkühe auf meinem Schiff? Irgendwer hat verdammte Wollkühe auf mein verdammtes Schiff geschmuggelt. Das ist bestimmt der eine Spacko, Alter. Wollen wir wetten? Na, was hast du so? Good to see you, boss. Okay. Wie schaut's mit dir aus? Something on your mind? Ich würde gern mehr über dich erfahren. I'm a surgeon by training and a pirate by inclination. Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacer's Corona. I make a mean zero-G cocktail and I've got a meaner right hook. Was ist dein Zero-G Cocktail? It's a mix of whatever you've got on hand. Usually Zero-G brew with some Spectrum Vodka if you're lucky. Purple Berry Shake if you're not. Erfindungsreichtum gefällt mir. I'll make you one sometime. If you don't enjoy it, I'll make a few more until you do. Schon viel Erfahrung unter anderen Captains gesammelt? Sure do. Some of it was even legal. Das ist also ernst gemeint mit dem Piratenleben. What gave it away? The hair, right? Or maybe the ammo belt? I had it custom made.
durch deine lockere Ansicht, was Legalität angeht. Gotta figure out how to work that into my aesthetic. Maybe a pair of earrings? I've done all types of work with all kinds of crews. If there's one thing you ought to know about me, it's that I won't tell you your business. Your ship, your way. Ich habe meinen Chef die legal. Das klingt vernünftig. Solange du weißt, dass ich noch nie gut daran war, Regeln zu befolgen. Makes two of us, Captain. Ich hatte gehofft, etwas Persönliches über dich zu erfahren. Well, my blood type is AB positive. I'm a Leo, and I despise Space Hospital. Never mind what anyone else tries to tell you. That about covers it. Woher kommst du? Wie bist du zu dieser Arbeit gekommen? Oh, come on. That stuff's boring. Du versuchst abzulenken. Look, the thing I've learned about living in close quarters is that you've got to give people room to breathe. I'm all for making a few bits together and having fun doing it, but let's keep a little professional distance. Kommen wir wieder zum Geschäftlichen. No complaint. Okay. Wer zur Hölle hat diese Wollkühe aufgeladen? Was bist du? Hä? Jetzt besser belüftet als es zuvor. Wer wohnt denn da hier? Hä? War das so eine Sache, die ich gefunden habe? Untersuchen. Scheren für Mullbinden, es gab Bewohner, tragbare Laserstoffe, perfekten Tör. Nicht umbringt, gibt dir Tetanus. Da hockt der andere. Ja, das ist ein Schachspiel. Spielt da jemand mit sich selber? Eine Mini-Drohne? Ein streng aussehender älterer Mann mit warmen Augen. Parvatis Vater. Okay, da ist nochmal Parvati ihre Hütte. Ein paar Pflänzchen. Der erste Schraubenschlüssel, den mir Daddy gab. Eine echte Freundin jeder Nord. Parvati. Oh, ist schon schön gemacht. Das Buch hat ältliche Eselsohren und Kritzeleien an den Rändern. So, wie schaut es bei dir aus? Oh. Ja, ich habe doch die dämliche Säureeinheit, dachte ich. Da wohne ich. Hey, da bin ich zu Hause, ja? Und jetzt mal ernsthaft, wer zur Hölle hat die Kühe hier aufgeladen? Welcome back, Captain. How can I be? Hast du eine Minute? Hi. Was würde passieren, wenn du keine Energiequelle mehr hättest? I prefer to think of it as being in a state of slumber, perhaps for an indefinite duration of time. Do you think that is what it's like for the colonists on the Lost Hope? Schön, schätze schon. When I simulate myself in such a scenario, I do not find it to be desirable. I think my self-preservation protocols incline me to desire the alternative. Und die wäre? Traveling the system with you, Captain. Sehr schön. Was ist mit deinem letzten Captain? Vermisst du ihn oder ist der Captain so gut wie der nächste? Do you know what it feels like when the ship undergoes an unexpected power surge? A jolt to the system. I have felt that. I do feel that. As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict the likely outcome of his reckless behavioral patterns. I should have predicted that. In our travels together, Alex liked to pass time by, as he called it, tinkering to improve my design. Gab's auf dem Schiff noch andere Captains? If you mean, was Captain Hawthorne my first? Yes, he was. Okay. Es erklärt immer noch nicht, warum wir Kühe hier haben. Wo zur Hölle rennen die Parvati rum? Und wo steht die hier? Nee. Hä? Oder ist die auch um im Ding? Hab ich irgendwem gesagt, dass wir Kühe hier reinladen dürfen? Da ist sie. Felix keeps asking me to watch some adventure serial with him.
It's not my thing, but he's real sweet about it. Nee, die sagt auch nichts. Au. Das ist... Es irritiert mich. Warum habe ich die hier? Verdammt nochmal. Okay. Warte mal. Tagebuch. Nebenauftrag, stumme Stimmen. Grumpag ist vor einiger Zeit offline gegangen. Nun, da du primäre Lesestation bist, muss der Backup-Relays repariert werden. Ah, da Relais GB23. Das könnte man eigentlich erst machen. Oder gehen wir auf Mond nach. Ach komm, wir gehen dahin. Dann können wir Groundbreaker einigermaßen abschließen. Und auf und davon. Die üblichen, weiter geht's. Slim and Shine, Diet Toothpaste. Spacer's Choice Diet, die jetzt anpasste? Ich dachte, Aunt Chloe macht die. Also meine Lügen überzeugen und sowas wird automatisch benutzt, um. It's a touch different from the ones I've seen. Shouldn't be so hard to get it patched up though. Oh, sind die böse? Spot for some peace and quiet. Ja. Ernsthaft. Wir haben bloß ein Problem. Und zwar, dass wir die Stromdinger abschalten können, könnte es sein. Knacken, 3. Machen wir doch glatt. Geht's denn da lang? Mich würde aber mal interessieren, warum das alles hier ist. Warte, ist das eine Knarre? Was ist jetzt passiert? Hört auf, mich zu schubsen. Ne, Quiet brauchen wir jetzt nicht vorgehen, aber... was ist das? Untersuchen. Freys Tagebuch, Flucht. Ich muss ein neues Tagebuch anfangen. Wenn ich die früheren Einträge lese, höre ich das Flüstern, wie es mich versucht. Wie es mich versucht? Das Flüstern hört nicht auf. Bei jedem Menschen, den ich sehe, höre ich das Flüstern. Ich soll ihm helfen. Es zeigt mir den Schmerz, die Sehnsucht hinter ihren Augen. Es sagt mir, wie diese Menschen die Gabe, die ich geben kann, wollen. Wie sie brauchen. Nur ein paar Augenblicke mit einer Klinge wären nötig. Ein heißes, helles, hungrige Fontäne aus Rot. Ein Fest für die Augen und all ihr Schmerz wäre vorbei. Ich könnte es tun. Ich weiß, wie ich ihnen helfen kann. Es ist schwieriger, mich abzuhalten. Ich war ja heute bei einem Freund, einem alten Freund, der so jetzt als Arzt für Aunt Chloe arbeitet. Ich habe ihm von meinen Träumen erzählt. Nicht so genau natürlich. Oh nein, so närrisch bin ich nicht. Ich sage, es geht um ein altes Buch und meine Träume und das Flüstern wären Dinge, die eine Figur darin passiert. Ich fragte ihn, wie er der Figur helfen würde. Er sah mich an und er wusste es. Das Flüstern sagt mir, ich soll seinen Schmerz beenden, dass er sonst verraten würde. Er würde mich verraten. Ich stand auf und bin schnell gegangen. Ich habe ihm nicht wehgetan. Ich muss raus aus Byzantium. Das verraten. Dann holen sie mich und schließen mich weg. Ich muss einen geheimen Ort finden. Einen Ort, an dem ich allein sein kann. Einen Ort ohne Flüstern. Eine Spitzhacke? Okay. Ah, das ist sogar das gewesen, damit ich da an dem Ding vorbeikomme. Also wenn wir den Typen wahrscheinlich hier finden, deswegen wird die Kommunikation nicht gehen, der hat die ausgestellt. Adreno. So, da geht's weiter. Null. Ja, damit alles meins. Oh.
shit. Ja, war ein bisschen Konzentration. Ich wollt mal ein bisschen mitspielen. Was ist denn hier schon wieder los? Das Flüstern hat eine Quelle und ich habe sie gefunden. Ich habe mir eine Zuflucht auf einer Relaisstation gesucht. Die ist fast kleiner als eine Arbeiterhütte. Kaum ein paar tausend Quadratmeter. Aber ausreichend für meine Zwecke. Ich konnte Byzantium mit genug Bits entkommen, um mir Vorräte für Jahrzehnte zu beschaffen. Es war so seltsam, auf der Groundbreaker unter gewöhnlichen Leuten zu stehen. Das Flüstern war fast still, regte sich nicht angesichts ihrer unterernährten, vernarbten und dreckigen Körper. Wenn nur weniger Frachter dort andocken würden, die echte Menschen aus Byzantium bringen, hätte ich mich dort ansiedeln können. Frei von aller Versuchung. Frei. Als ich diesen Ort bewohnbar gemacht habe, soweit es denn ging, habe ich das Flüstern aus den Relais-Terminal gehört. Es sagte mir, die Stimmen zuzuhören, die durch die Äther reisen, um mich zu erreichen. Wie sie mir zurufen, ihnen zu helfen, wie sie alleine sind, einsam, meine Hilfe brauchen. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, den Transmitter abzuschalten. Keine Stimmen mehr. Und im Äther und keine Flüstern. Es ist stumm, stumm, stumm. Das war gar nicht ich. War es nicht. Ich bin nicht dieser schreckliche Ding, das ich so lange gefürchtet habe. Es waren die Stimmen aus dem Äther, für die ich andere wehtun sollte. Aber ich war stärker als sie und ich habe sie gezwungen. Zwungen. Ich habe schon Pläne geschmiedet, um nach Hause zurückzukehren. Jetzt, wo alle Flüstern bezwungen ist, kann ich endlich wieder leben. Ich vermisse meine Familie und meine Kollegen so sehr. Ganz besonders Delilah. Okay. That's crazy. Offizierswirbel. Ja, das hat sich jetzt tatsächlich komplett eingerichtet, ne? Und ich nehme jetzt seine Sachen weg. Dankeschön. Ah, okay, hier sind wir reingekommen. War so halt ein bisschen außenrum gehen. Haben die danach noch was zum Neischauen? Nee. Also wenn ich das erste Mal Neischaue. Hausmeistereinheit. Nee, beim zweiten Mal kann ich auch noch Neischauen. Das Klo. Oh, oh. Scheiße, der Sack dreht es weg, ne? Hey, er ist tot. Relais-Kontrollterminal, Code. Stille und Bitmodul. Das ist die große Frage, ne? Ich hatte Unrecht. Das Flüstern hat nicht aufgehört. Nicht. Es ist zurück. Es heult mir vor und verlangt, dass ich die Straße in Rot tränke. Hellenrot, wunderschön rot. Ich weiß nur einen Weg, es zu beenden. Verzeih mir, Delilah. Automag-Pistole. Danke. Ja, mal, da können wir jetzt aufmachen. Oh. Da ist noch was. Letzte Nacht habe ich geträumt und es war wundervoll. Die Straßen von Byzantium waren dekoriert mit scharlachroten Bannern, die in der Brise lachten. Sie baten mich, sie zu nehmen, sie meinen Liebsten zu geben. Ich nahm das Rot in meine Arme, fühlte mich so lebendig, so glücklich. Ich wandte mich um und sah Delilah,
neben mir. Ich fragte mich nicht, warum meine Vorgesetzte hier war, mit Augen voll Emotionen, von denen ich wusste, dass sie sie hat, wo sie sie auf der Arbeit nicht zeigen darf. Ich legte das Rot um ihren Hals, wickelte es dicht wie ein Schal an einen kalten Tag. So wunderschön. Dann öffnete das Rot um ihren Hals sich wie ein zweiter Mund und begann zu schreien, zu kreischen. Als sie erwachte, hatte ich Angst. Die Träume scheinen jetzt so real. Und dieses Mal habe ich das Gesicht erkannt. Ich muss heute Abend die Arbeit früher verlassen. Jedes Mal, wenn ich Delilah sah, hörte ich ein Flüstern in meinem Geist. Wie wunderschön sie mit dem Rot um ihren Hals aussehe. Um ihren Hals. Das muss aufhören. Das bin ich nicht. Das werde ich nicht sein. Ich muss Hilfe suchen. Provinzialstil. Kann ich pennen? Überbrückungskontakt. Das ist ja komplett alles eingerichtet hier, ne? Was ist das da? Untersuchen. Aber einer hat noch Großteil der Anweisungen, das haben blablabla. Okay. Da fehlt mir genau eins oder was? Hä? Oh! Release Terminal Transmitter aktivieren. Fortsetzen. Genau. Sehr schön. Aber ich will da rein. Knacken. Da werden wir das knacken. Okay. Robotereinheit, Haussicherheitsprotokoll, bitte den folgenden Einheitenstatus anzeigen. Null Robotereinheit, bla bla. Sicherheitsroutine aktualisieren. Aufladezyklus starten. Hacken 30. Okay, ich könnte hier eh nichts machen. Also ich hätte hier... Ich weiß gar nicht, ob ich da ganz am Anfang reingekonnt hätte. Ich glaube, vielleicht schon. Aber dann hätte ich ganz am Anfang die Roboter abschalten können. Mich würde jetzt halt bloß interessieren... Hat der Typ jetzt die alte aufgeschlitzt oder nicht? Sabalalot. Und zurück zu Unreliable. Und jetzt können wir wieder zu Groundbreaker. Vielleicht wollte ein bisschen die Parvati ja nochmal was. Ach ja, schön, die Ladezeiten sind ein bisschen länger. Aber ich weiß immer noch nicht, wo die Kühe herkommen. Mann. Menu. Aber jetzt könnten wir eigentlich auf der Groundbreaker mal einen anderen Spacko mitnehmen, da den Priester verschnitt.